Wir sind ja in der Phase, wo wir erleben, dass international offenbar Menschen ihre eigene Reproduktion neu organisieren. Und dafür gibt es einen Markt, der sich in den letzten Jahrzehnten sehr schnell entwickelt hat und der macht eine internationale, transnationale Reproduktion möglich. Und es hat sich ein Tourismus entwickelt, eine Art Tourismus, weil die einzelnen Staaten unterschiedliche Regeln haben für Reproduktion, nämlich was sie erlauben, was sie verbieten. Und das heißt, diejenigen Paare, die ein Kind haben wollen, ein eigenes Kind haben wollen, die reisen dahin, wo das Angebot gemacht wird. Und dieses Angebot ist zunehmend kommerzialisiert worden, ausgedehnt worden, sodass wir von einer Reproduktionsindustrie sprechen und verschiedensten Märkten, die ganz komplex sind. In Deutschland ist ja sehr viel reguliert und verboten, also zum Beispiel die Eizellengabe und die Vermarktung von Eizellen und Samen ist verboten, genauso die Leihmutterschaft. Also gehen Paare, die ein eigenes Kind haben wollen und mit künstlicher Befruchtung, die ja hier für heterosexuelle Paare erlaubt ist und auch von der Krankenkasse mitfinanziert wird, wo das aber nicht klappt, die gehen in benachbarte Länder, zum Beispiel Tschechien, um das machen zu lassen. Es gibt Klinikangebote in sehr vielen Nachbarländern. Leihmutterschaft ist vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens und Ostens erlaubt. Außerdem in den USA, aber da ist sie relativ viel teurer als in den anderen Ländern, sodass auf den Märkten, die da jetzt entstanden sind, schon ein Konkurrenzprinzip besteht und zum Beispiel Indien für Leihmutterschaft besonders attraktiv ist, weil es nur halb so teuer ist wie in den USA. Die Leihmütter stellen sich zur Verfügung, weil sie in Armutsverhältnissen leben. Und wenn sie einen Lohn bezahlt bekommen, sagen wir zwischen 3.000 und 5.000 Dollar, ist das für sie ein sehr, sehr großes Einkommen, ein Äquivalent, wo der Mann zum Beispiel, der als Rikscha-Fahrer arbeitet oder als Lastenträger, wo der 10 Jahre für arbeiten müsste. Das ist also die Hauptmotivation, ganz klar. Es ist ein sehr, sehr großes Einkommen in indischen Armutsverhältnissen. Und die Frage ist dann, kann man unter diesen Bedingungen noch davon sprechen, dass sich so eine Frau frei dafür entscheidet, die Wahlfreiheit hat, so einen Job einzugehen, zumal sie ja auch die Komplikationen, die das jetzt medizintechnisch bedeutet, überhaupt nicht erfassen kann vorher. Mit diesem Motiv geht sie rein, es wird ihr aber von Anfang an vermittelt, es ist auch eine Ökonomie, die anderen unfruchtbaren Frauen hilft. Und Unfruchtbarkeit ist ein furchtbares Stigma in Indien und deshalb wird das als ein ganz starkes Motiv benutzt von der Reproduktionsindustrie, von den Kliniken, Frauen zusätzlich zu mobilisieren und das sozusagen zu moralisieren. Sie macht es ja nicht nur für das Geld und da hat es immer so ein bisschen Nähe zur Sexarbeit. Sie macht es aber nicht nur für das Geld, sondern es hat einen guten Zweck. Und diese Kopplung von finanziellem und moralischem Gewinn, so wird der ganze Markt verkauft. Na, das Ganze wird ja auf eine Vertragsgrundlage gestellt. Es wird ein Vertrag gemacht zwischen der Leihmutter, den Bestelleltern und dazwischen kommt dann die Klinik und oder eine Vermittlungsagentur. Diese Vermittlungsagenturen spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei dem Ganzen. Und von einem Vertrag erwartet man ja eigentlich, dass ein Vertrag wird zwischen Gleichen gemacht, dass die Rechte von allen Seiten gesichert werden. Das wird da festgehalten. Nun, in diesem Vertrag wird festgeschrieben, dass die Leihmutter eine bestimmte Leistung zu erbringen hat. Und das ist die Schwangerschaft, die Geburt und das Produkt Kind. Das Produkt wird nicht frei auf dem Markt gehandelt als Ware, das wird ja nicht verkauft, sondern ist ja bestellt worden, wie eine Dienstleistung. Und die Frage ist nun, welche Rechte der Mutter werden in diesem Vertrag gewahrt und gesichert? Und festgelegt wird, dass wenn sie die Leistung erbringt, dann bekommt sie den und den Lohn. Es gibt aber keinerlei soziale Sicherheit für sie in dem Vertrag. Und sie wird also in ein prekäres Arbeitsverhältnis gebracht, wo sie, wenn sie zum Beispiel eine Fehlgeburt hat, überhaupt nichts bekommt. Denn sie hat ja das Produkt nicht geliefert, sie hat die Leistung nicht erbracht. Und das wäre also eine Minimalforderung, zu sagen, der Vertrag muss rechtliche Bestimmungen haben, die die Frau sozial absichern, die ihre Leistung in jeder Phase sozusagen entlohnen und die überhaupt die Leihmutter auch als Rechtssubjekt wahrnehmen und anerkennen. Und das ist auch, was die Leihmütter auf jeden Fall wollen. Sie wollen, dass ihre Arbeit anerkannt wird und dass diese Leistung, dass sie ihren Körper und ihre Organe zur Verfügung stellen für die Produktion eines nicht eigenen Kindes, eines fremden Kindes, für fremde Eltern, dass das anerkannt wird. Und das wollen sie auf jeden Fall und das sichert der Vertrag nicht ab. Der indische Staat oder die indische Gesellschaft ist in diese Industrialisierung hineingeschlittert, sage ich jetzt einfach mal, weil Unfruchtbarkeit eben so ein Stigma ist. Und weil Unfruchtbarkeit so schrecklich ist und sozial inakzeptabel ist, das aber nicht diskutiert wird, wird nach einer technischen, individuellen Lösung für dieses Problem gesucht. Und die In-vitro-Fertilisation ist also so eine Lösung, wird als so eine Lösung angeboten. Und deswegen gab es In-vitro-Fertilisation schon sehr, sehr, sehr früh in Indien. Und das war auch gesellschaftlich akzeptiert. Und der Schritt von der In-vitro-Fertilisation für eine unfruchtbare Frau oder für ein unfruchtbares Paar, das wird ja mehr automatisch unterstellt, es ist die Frau, zumindest in Indien, und der Leihmutterschaft ist kein großer Schritt mehr. Und dann hat der indische Staat erkannt, okay, das ist eine Jobmöglichkeit bei uns, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sozusagen, da können sich neue Märkte auftun, da kann Indien sich als im Standortwettbewerb profilieren und hat was anzubieten. Und der indische Staat hat das dann gefördert, erstens durch eine Verrechtlichung, indem er Lizenzen vergibt an Kliniken, die In-vitro-Fertilisation anbieten und damit sagt, die sind technisch fit, die können das, was machbar ist. Ja. Und zweitens hat er den Steuervergünstigungen, Import, Export, Garantien gegeben und das also gefördert wie andere Exportbereiche. Und ist jetzt stolz darauf, dass das ein boomender Sektor ist. Und in Indien, wenn wir von der Industrie sprechen, sind da natürlich viele Ebenen in Indien, die ineinander spielen und mit ausländischen zusammenspielen, zum Beispiel mit der ausländischen Pharmaindustrie, die dann die Hormone liefert und so weiter und so fort. Und dieser Geschäftszweig, Medizintourismus, wird und hier Reproduktionstourismus wird vom indischen Staat gefördert. Also ich war in den 80er Jahren involviert gegen eine richtige Kampagne gegen Reproduktionstechnologie und die Industrialisierung. Und damals hieß das auch noch Medikalisierung von Schwangerschaft und Fortpflanzung und so weiter. Und gleichzeitig auch war ich zum Beispiel involviert in die Kämpfe und die Kritik an Bevölkerungskontrollpolitik. Und das ist ja noch so eine besonders brisante Geschichte, dass die Frauen im globalen Süden, die sollen nicht so viele Kinder bekommen, aber wenn sie dann für uns fruchtbar und, sein sollen und können, dann wird das in einen Geschäftszweig verwandelt und dann wird die ganze Interpretation von weiblicher Fruchtbarkeit bekommt eine totale Wende. Und zwar eine marktförmige Wende. So. Also bei uns hat es ja diese ethischen Diskussionen, Enquete-Kommission, die hat es schon gegeben in Bezug ja zum Beispiel auf die pränatale Diagnostik und Präimplantationsdiagnostik und so weiter. Also die ethische Diskussion ist im Gange und es gibt bei uns das Embryonenschutzgesetz und mit das Resultat, dass Leihmutterschaft verboten ist, ist ja auch ein Resultat dieser ethischen Diskussionen. Aber ich denke, diese ethischen Diskussionen sind nicht mit einmal abgehakt. Also wir haben ja diese Entwicklung mit der transnationalen Neuordnung von Reproduktion. Und dann müssen diese ethischen Diskussionen massiv weitergeführt werden, auch von uns angestoßen. Also ich will das jetzt nicht der Politik überlassen, sondern ich denke in feministischen Bewegungen und Zirkeln und Kampagnen müssen diese Diskussionen geführt werden. Denn hier wird ja unheimlich viel experimentiert, auch immer unter dem Vorzeichen, wir wollen Selbstbestimmung über unsere Fortpflanzung und jenseits der heterosexuellen Kleinfamilie werden völlig neue Modelle, soziale Modelle, Familienmodelle auch ausprobiert. Darüber muss bei uns mehr diskutiert werden oder im europäischen Raum muss mehr diskutiert werden. Es muss mehr Austausch mit Feministinnen in anderen Ländern geben, denn die indischen Feministinnen arbeiten sehr viel dazu. Und ja, also da ist von vielen Seiten müssen diese Diskurse vorangebracht werden. Wichtig ist zu sehen, dass diese Abspaltungsprozesse von menschlichen Körpermaterialien, Organen oder diese Aufspaltung von sozialen Prozessen und biologischen Prozessen, wie jetzt das Outsourcing der Schwangerschaft und der Geburt in den Körper einer anderen Frau, dass dieses Aufteilen, das ist eine Voraussetzung dafür, dass es eine Warenförmigkeit bekommen kann und auf dem Markt gehandelt wird und dann neu zusammengesetzt wird. Und deswegen möchte ich es also nicht auseinander definieren. Ne? Es ist wie ein Mosaik, das sich neu zusammensetzt. Und wichtig ist halt zu diskutieren, was für gesellschaftliche Kräfte steuern das, was sind die Treiber, was steckt dahinter. Deswegen habe ich auch gerade so ein Essay geschrieben, der sagt, wenn wir uns diese einzelnen Phänomene angucken, wie Eizellgabe, Leihmutterschaft und aber auch unsere Idee von sexueller und reproduktiver Selbstbestimmung, müssen wir reflektieren, dass Selbstbestimmung nicht Autonomie heißt. Wir sind nicht unabhängig, sondern wenn wir selbstbestimmt handeln wollen, müssen wir uns selbst verorten in einem sehr komplexen Geflecht von Machtregimen, von Beeinflussungen, von Werteregimen, und da sind die Biomacht und die Biopolitik und die Bevölkerungspolitik ein wichtiger Punkt, also das Politische. Ein anderer Eckpunkt ist die Industrie, und da fallen die Reproduktionstechnologien rein und die Märkte, und die drücken massiv auch auf die Politik. Und das andere ist, ja, ist die Gesellschaft und die Werte, die da unterschiedliche Kräfte, natürlich auch, wie wir das bei uns gerade haben, sehr konservative Kräfte, religiöse Kräfte, wo die gegeneinander agieren und wo die was aushalten müssen. Und die einzelnen Phänomene, über die wir jetzt sprechen, die stehen unter dem Einfluss dieser unterschiedlichen Kräfte. Und so müssen wir es diskutieren. Und ich denke, und so habe ich diesen Essay auch geschrieben, dass der auch in anderen Kulturen und in anderen Gesellschaften kann es so diskutiert werden, wenn wir diese Komplexität in den Blick nehmen. Und ohne das geht es nicht. Vielen Dank.